mich, dass ihr alle so zahlreich heute hier seid und mit uns gemeinsam die Siegerehrung für den Specialized Cup 2016, den wir mit 6 Rennen in Schwimmweg durchgeführt haben, hier durchzuführen. Grill ist eröffnet. Audiofreaks wird uns gleich noch weiter mit Musik begleiten. 45 zu Ehren der Sportler haben wir heute hier. Also für den gesamten norddeutschen Raum ist es wichtig, dass wir Radrennen haben, damit unsere Sportler Betätigungsfelder haben und damit wir auch Jugendliche und Nachwuchsfahrer motivieren können, Radsport zu betreiben, weil ansonsten haben wir einfach zu wenig Rennen und deswegen ist es schon wichtig, dass wir diese 6 Rennen haben. Der Specialized Flintback Cup hat natürlich in erster Linie die Bedeutung der Nachwuchsgewinnung. Wir wollen in Schleswig-Holstein oder im norddeutschen Raum, wenn wir das so ein bisschen ausdehnen, den Radsport, den Radrennsport fördern, insbesondere natürlich die Jugend. Ja, Specialized ist natürlich ein großer Partner in Sachen Radsport. Die Verbindung kam über Bernd Schmidt zu Hendrik Schmidt zustande. Der Concept Store hat natürlich zur Attraktivität der gesamten Veranstaltung beigetragen, dadurch, dass wir halt eine Gesamtwertung haben. Es ist ein verlässlicher Partner und das ist gut für uns Vereine, wie wir diese Veranstaltung organisieren. Fangen wir an mit der Hobbyklasse U11. Der Sieger der Hobby-Gesamtwertung Specialized Cup 2016, Thies Liedtke. Das macht insgesamt 52 Punkte von der Spielvereinigung Eidertal-Molfsee. Moritz Pagel, Skiathletico Büdelsdorf, Hanna-Lina Olf. Gesamtsieger der Altersklasse U17 Hobby von der SG Athletico Büdelsdorf, Henrik Schlünz. Die Siegerin der Hobby-Frauenklasse, Katharina Sigmund. Also Betriebssport-Weltmeister ohne Flintweg, nur Zweiter in der Gesamtwertung. Das darfst du auch keinem erzählen. Team Hamburg, Michael Hahn. So, bei den Lizenzklassen von der RSG Mittelpunkt Nordhof, Jim Ruprecht. Von der SG Athletico Büdelsdorf, Hannes Stobbe. Der Sieger der Juniorenklasse vom Radsportteam Neumünster, Sönke Liedtke. Senioren. RC Bergedorf, Matthias Sterli. Platz 1 in der Gesamtwertung von Sportclub Itzehoe, Stefanie Annika Wasmund. Vom Stevens Racing Team, Ole Quast. Ja, auch diese Party, die wir hier jetzt haben, auch eine wunderbare Geschichte, dass wir nach den Rennen nochmal zusammenkommen. Es wäre schade, wenn sowas, eine Gesamtwertung einfach verpuffen würde, wenn man sie nach dem letzten Rennen macht. Hier kommt man nochmal in lockerer Atmosphäre zusammen. Und die Preise, die ausgelobt wurden, haben natürlich ihr Übriges dazu beigetragen. Und deswegen war es heute eine super runde Geschichte. Also wir sind super zufrieden. Vielen Dank.